Willkommen, liebe Leute, bei einem weiteren Pflanzenporträt. Wie Erfahrene unter euch schon wissen, ich sag's trotzdem dazu, es wird da jetzt um die Wegrauke gehen. Und diese Wegrauke macht da dem Namen allen Ehre. Also das, da ist Feld, da ist Schlucht und da ist ein bisschen wie Weg. Und diesen Weg ziert's da so richtig, aber wirklich so richtig, wie seht's. Ich habe uns da auch was vorbereitet, aber vielleicht von vorne. Die Wegrauke gehört zur Gattung der Rauken und ist ein Kreuzblütengewächs. Also die Familie ist Kreuzblütengewächse. Wie ihr seht, meine Kamera blockt sich da ziemlich. Innerhalb der Gattung gibt es circa 40 Arten, aber die Wegrauke ist eben eine davon. Ist tatsächlich jetzt hätte ich gesagt, zweijährige Pflanzen, stimmt so gesehen nicht, ist ein Therophyt, also wächst aus dem Samen, macht sein Lebensspiel, inklusive Blüte, Fruchten, Samen und dann ist es vorbei. Das Ganze kann aber Sommer wie Winter annuell sein. Und da hole ich jetzt kurz aus, weil ich letztens wieder eine Schriftverkehr-Diskussion gehabt habe, war eh keine Diskussion, weil in echt haben immer alle recht, weil das einfach verschieden verstanden werden kann. Sommerannuell ist klar. Sommerannuell bedeutet, es kommt der Frühling, der Samen keimt, die Pflanze steigt auf, macht Blüten, macht Früchte, strahlt Samen aus und stirbt. Winterannuell ist da schon haglicher. Winterannuell kann bedeuten, dass sie diese Pflanze in diesem bestehenden Jahr, also Jänner oder Februar, wo wir noch Winter dazu sagen, beginnt ihr einjähriges, was ja eigentlich annuell heißt, Leben zu beginnen, um dann im Frühling, wenn es warm wird, aufschießen, Fruchten, Samen und das war's dann. Aber, und, dieses Winterannuell kann auch bedeuten, dass der Lebenszyklus im alten Jahr, also später Herbst, Winter losgeht, dann überdauert dieses Pflänzchen, um dann im Frühling ihr Spiel zu machen. Für mich ist es ein großer Unterschied zwischen Winterannuell, so wie ich es jetzt erst gesagt habe, mit nur im Herbst, Winter des letzten Jahres keimen, zu zweijährig. Diese winterannuelle Pflanze braucht es nicht unbedingt, dass das so macht, sondern sie kann das auch. Eine zweijährige Pflanze braucht zwei Vegetationsperioden zum Wachsen. Das erste Jahr braucht es, um zu keimen, um Speicherstoffe einzulagern, Blattrosette zu bilden und was gut was. Dann muss der Winter sein, da braucht es praktisch diese Ruhezeit und dann kommt das zweite Jahr und im zweiten Jahr schießt es auf und macht dann Blüte und Frucht. Und das kommt es nicht, auch wenn es will, innerhalb von einem Jahr. Eine winterannuelle Pflanze kommt es auch, also annuell, innerhalb von einer Vegetationsperiode. Aber die ist nur ausgeholt. Also die kann beides, aber so gesehen eben Samen, Keimen, Wachsen, Blühen, Fruchten und das war's dann. Es ist ein Kreuzblütengewächs und ja, schaut's, also Kreuzblüter typisch, also die vier Kronblätter, wenn man meine Kamera noch besser ausgestattet hätte, würde es sechs Staubblätter sehen und in der Mitte eben den Damenteil. Das macht auch nichts. Die Blüten sind einfach unscheinbar. So wie diese ganze Pflanze sehr sparrig und verzweigt, wenig fleischig und wenig saftig ist. Wenn man sich das anschaut, ich finde es vom Wuchs eben toll. Diese Blütezeit geht um einiges dahin. Es ist jetzt Mai, Beginn Mai und das wächst, das seht ihr. Also all diese Stationen, wo ich jetzt mit dem Finger hinzeige, da war schon mal Blüte. Da sind schon wieder die ersten Früchte. Und das geht jetzt nur über ein Eichtel weiter. Das heißt, diese Pflanze wird im Laufe dieses Vegetationsraums immer höher und höher. Das schaut immer filigraner und sparriger aus. Toll ist zum Sehen, da brauchen wir jetzt nochmal das Zoom. Schaut, also das ist nicht einfach ein langer Blütenstiel und da oben sitzen die Blüten, sondern das wächst eben immer weiter von unten nach oben und da unten sitzen schon wieder die ersten unreifen Früchte. Und das zieht sich da immer weiter nach oben. Seht ihr das? Also diese Schötchen sind eben diese Früchte.
wenn das Ganze dann im Herbst reif wird, fallen diese Früchte nicht sofort ab oder aus, sondern die sind, also ist ein Wintersteher. Ihr werdet im Winter dann an diesem Bereich ganz lang eben so besenartige Gebilde stehen sehen. Bringt mich dazu, ist tatsächlich so, dass das früher aus Besen genutzt worden ist. Also Schreims, weiß ich nicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, wenn man das trocknet, dann kann man wahrscheinlich wirklich an Lehmhüttenboden damit rauskehren. Finde ich nicht uninteressant. Die Samen bleiben lang in diese Schötchen und werden dann oft samt der ganzen Pflanzen irgendwie ausgerissen, wenn da ein Tier durchrennt und der Stickel weiter verzahrt und dann brechen sie auf. Und dann kommt es eben zu solchen Bildern, wie wir es da haben. Von diesem Wuchsbild, ich habe euch ja schon ganz oft gesagt, man konnte schon fast annehmen, dass da vegetative Vermehrung stattfindet, weil ganz oft sind Pflanzen, die was sie über Wurzelausläufe und so verwehren, wir haben solche großen Flächen, die was vereinnahmen. Das ist da überhaupt nicht der Fall. Da ist eben so, dass eine Menge Samen gebildet wird und das dann einfach aufgeht und busch und das Spiel macht. Wo habe ich denn mein Exemplar? Esstechnisch, weil das interessiert uns ja auch immer, also die Wurzeln könnt ihr echt vergessen, aber Blätter, es ist halt nicht viel dran, aber essbar, Blüten seht ihr auch nicht viel dran, aber in echt essbar. Also wenn man so einen Bestand kennt und vielleicht ist man am besten dran im Frühling, bevor das aufschießt, dass man da einiges an Blätter ernten kann, ich habe es nicht wirklich großartig in Speiseverwendung. Zeitgleich ist es so, dass man die Samen ernten könnte und die gewürzmäßig verwenden kann. Also die haben eben durch Senfölglykoside, das ist den Rauken auch wieder typisch, haben sie einfach einen kresseartigen Geschmack und auch die Blätter sind bitter kresseartig. Also, aber ich finde es, ja, wie gesagt, ich habe keine Essverwendung. Nicht, es ist ja nicht grauslich, aber es zahlt sich nicht aus, es gibt so viele andere essbare Sachen. Dennoch, sie ist mir wichtig, darum sei es auch herzagt. Heilmäßig, sie ist jetzt eben kein wirklich, also Schulmedizin ist schon gar nicht genutzt. In der Volksmedizin wird so ungefähr alles genutzt, so auch diese und da wegen die Bitterstoffe und wegen der Senfölglykoside. Senfölglykoside sind eben entzündungshemmend und in diesem Bereich wird es auch eingesetzt. Da muss man halt dazu sagen, sinnvollerweise, es gibt viel Pflanzen, die was viel mehr Senfölglykoside haben und dann sollte man die nehmen. Also der King ist wahrscheinlich, was man auch verwildert findet, der Meerrettich. Also die ist einfach dazu gesagt. Okay, passt. Sollte ich was vergessen haben? Ja, ich hab irgendwas, wisst ihr was, ich schalte einfach aus, ich sage euch schon, pfiat euch, irgendwas liegt mir noch auf der Zunge, wenn mir das noch einfällt im Zurückgehen, dann lasse ich es euch noch wissen. Aber zur Sicherheit schon mal Baba. Ha, ich glaube, ich weiß es wieder. Nämlich zwei Dinge. Erstens, was ich immer sage, Bestäubung, also es kommen Insekten vorbei und zeitgleich ist aber Selbstbestäubung möglich. Also und gerade diese unkompliziert gebauten Früchte, Blüten, da kommt einfach auch wirklich viel an Schwebfliegen, Käfer und solche Sachen vorbei. Also da braucht man keine Hummeln oder irgendwelche Spezialisten. Das ist das eine. Und das andere ist, man kann es nicht verwechseln wegen der Blüten, aber ist Eisenkraut. Ich verlinke unten im Text zumindest die Website von Pflanzenvielfalt, die Eisenkrautseiten. Das Eisenkraut blüht so bläulich, aber auch das hat genau dieses Sparrige, weil das auch genauso wie das immer weiter in Tee blüht und immer weiter blüht und immer weiter blüht und im Laufe ihres Lebens dann praktisch immer so weiter auseinander geht und immer länglicher und strader ausschaut, sozusagen. Jetzt habe ich es, aber jetzt passt's. Okay, pfiat euch.